27. Juni. Wir segeln in den Südosten von Fakarawa nach Irifa, weil in den nächsten Tagen wieder Südostwind bis Stärke 30 kommen soll. Wir haben jetzt 25 Meilen und segeln hier entlang der Atollgrenze, aber im Innenatoll. Leider hart am Wind, deswegen flattert unsere Genua ein bisschen. Es gibt seit langem mal wieder Frühstück während der Fahrt mit Annettes selbstgemachtem Schinken und den Croissants, die ich heute Morgen um 5 Uhr schon geholt habe. Lecker Schoko-Croissants. Dann lass es dir schmecken. Danke. Und das bei 5 Knoten Fahrt. Angekommen in Irifa, die südöstlichste Ecke von Fakarawa. Herrlich, ankern auf 8 Meter, aber wir sind auch hier nicht allein. Es ist erschreckend, wie viele Leute den Weg hierher finden. Da haben wir doch jetzt hier eine nette Location gefunden. Mit der Crew von der Nomad und wie es der Zufall will, das sind Annette und Michelle. Heute geht's zum Kitesurfen. Die erste Kite-Lektion kommt heute. Mit Adrian. Adrian? Ja. Okay. Ich habe tatsächlich auf diesem Kite gestanden, also auf dem Board gestanden. Das bestimmt 500 Meter. Super. Das ist der Zeitpunkt. Ach, wieder mal ein herrlicher Sonntag. Untergang auf Fakarawa. Ah, habt ihr den grünen Flash gesehen? Hammer! Ich warte darauf, dass ich heute mal mit Nora und Hakus Kite zum Kiten gehen kann. Sie wechseln jetzt gerade auf einen größeren Kite. Und dann hoffe ich, dass ich mal 10 Minuten das auch mal versuchen kann. In der Zwischenzeit liege ich hier auf der Sandbank und sonne mich ein wenig. Total cool hier. De kaina kua ki te kierau, de kaina kua ki te kierau, ta rivera e te papata ie. Guckt euch das an, was die Nora hier gemacht hat. Aber nur der Teil bitte, der ist nicht so schick. Also ich mache nur den Teil. Ah, oh, das sieht aber gut aus. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt hier den Reservetank ausgebaut. Reservedieseltank. Und da hinten, ich hoffe ihr seht es, da steht Wasser.
Also irgendwo da hinten kommt Wasser ins Boot. Jetzt ist nur die Frage, wo? Also irgendwo hier hinten kommt jetzt das Wasser rein. Hier sind ja so Luken, die immer unterm Wasser sind. Und das Erstaunliche ist, guckt euch das mal an, hier hat sich schon ein richtiges Biotop gebildet. Gibt es Muscheln, Schnecken, Anemonen, kleine Garnelen. Alles ist hier schon bei uns am Boot. Guckt euch das an da hinten. Wahnsinn, wie viele Schiffe da sind. Das ist am Südpass von Fakarava. Und der Grund ist, es ist nämlich Vollmond. Und zum Vollmond laichen dort am Pass die Barsche. Und es gibt sehr, sehr viel Haie. Deswegen sind die da alle am Schnorcheln und Tauchen. Und das wollen wir auch machen. Wunderbar. Ja. Wird dort angeschlossen. Ja. Und der Automat zum Schnaufen. Hier ist nun. So, und hier ist das Finimeter. Das ist das Finimeter. Hier ist der Reservedings. So, bitte einhaken, da wo es hingehört. Okay. Der gehört hier hin. Ja. Es geht zum Tauchen mit den Haien. Sehr gut, mit welcher Geschwindigkeit wir über das Riff getrieben werden. Wie auf der Leinwand ziehen die Korallen an uns vorbei. Heute geht's wieder mal zum Tauchen am Südpass mit der Annette diesmal. Yeah! Thank you.
Hier wird heute Independence Day zelebriert. Alles trifft sich am Strand nach dem kleinen Regenschauer. Play typical Independence Day games of the United States. Typical, huh? We've heard of them before. Yeah, I'm just saying. One is how to get your shoes on right. All right, everybody get the stand on one foot. Okay. The first game is going to be golf. An egg carry race. Okay. But we're not giving up our eggs. But because eggs are so precious, we are using golf balls. Right? Okay. Tee it up, Bruce. So, we're going to do four teams, and you have to carry this. It's a relay. Do you understand the relay? C'est le même. Also wie Bruce schon gesagt hat, es gibt Eierlaufen, aber weil die Eier so teuer sind hier, benutzen wir einen Tennisball. Es gibt vier Teams. Schauen wir mal. Hey, here we go. Ready? Wait. Go! Of Independence. Benjamin Franklin. Jackson. Wow. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Wow. Benjamin Franklin. On the Declaration of Independence, who had the largest signature? John Hancock. Yeah. Oh, Scott. Good. Where was the first celebration of Independence Day held and in what year? Pennsylvania. Annapolis? City and year. Philadelphia. And year? Well, it's got to be 76. No. 78. Okay, you get a half a point and you get a half a point. Wait, he got a whole point for being close. You got half of it, you got half. Philadelphia, 1976. I am. Okay, this is multiple choice. Okay. In 1778, how did George Washington commemorate the 4th of July? Cut down by the cherry tree. By the birth of his first child, a day of fasting and prayer, he got married, or he doubled the ration of rum for the troops. Double the ration of rum for the troops. None of the above. Heute am 7. Juli ist es endlich soweit. Wir tauschen die Terminals aus. Wir haben die endlich bekommen.
und haben jetzt die Wanten und Stagen gelockert. Ich gehe jetzt hoch in den Mast und tausche den hier aus. Ja, wir haben es geschafft. Das Rig steht wieder. Danke, Hakko. Alles gut. Hier oben seht ihr den Link zu Anixi, wenn er Hilfe braucht. Muss nur gucken, wo er gerade ist. Strandspaziergang auf Fakarava. Herrlich. Es ist Sonntag, deswegen hört man auch ein bisschen Musik hier von den zwei, drei Leuten, die hier wohnen. Die haben hier so bis zu 30 Schweine, die hier rumlaufen. Machen ab und zu eine Kokosnuss auf und kriegen ein bisschen Fisch, bis sie dick und rund sind und dann werden sie im Restaurant verkauft. Scherenmechanismus versehen, dann musstest du also so hochklappen und dann wir hast sind du die heute Füße aber in den Anschlag da unten. Oh, nee. Mit okay. Also da war alles immer Christoph und Fredrik aus Norwegen. Also totaler Kaffee, so ein der Nette aus Wittmar. Da, ah ja, genau. Und der Hakko aus Bielefeld. Aber da ist er schon lange nicht mehr gewesen. Und die Nora, die hat so viel zu tun, die kommt hier gar nicht aus dem Schiff raus. Gemeinsam mit der Tin Lissi und da hinten mit der Anixi segeln wir in den Norden von Fakarava. Erstes Lagerfeuer auf Fakarava. Die Crew der Anixi, der Tin Lissi und der Leimer. Alle waren schon fleißig Holz holen. Und bevor heute gegessen wird, muss natürlich der Teller gebaut werden. Ab so. Muss gucken, wo sie schön werden. What are you doing with us? Das ist nun norwegisches Stockbrot. Ja. Da muss man dann auch die Finger mit auf den Grill packen. Wahrscheinlich. Dann gucken wir uns die Nähe an. Einsame Strände, Palmen direkt am Wasser. Und auf die Palme springen, damit du das verfolgst. Da vorne, hier in Ufernähe, ein Sandhai. Aber die tun nichts. Damit du immer ins Wasser.
ist neugierig. Ja. Mit dem Lock ihn ran. Nee. Bleibt da stecken. Ja. Hat heute keinen Hunger auf Annette. Dachte, du wolltest zu dem Seil. Ja, der Sandhai kommt. Oh, war wohl tiefer als er dachte. Ich freue mich. Es hat geklappt. Unsere Batterien sind heute mit dem Versorgungsschiff angekommen. 3x 100 Ampere Lithium-Eisen-Phosphor-4-Batterien. Dann sind wir mal gespannt, wie sich das mit der Energieausbeute in der nächsten Zeit zeigt. Ob das wirklich so gut ist. Die müssen jetzt leider natürlich nach unten eingebaut werden. Und heute alles nicht so einfach, weil nämlich Nord- und Nordwestwind ist. Dadurch wird das hier am Ankerplatz ziemlich wellig. Und die Dinghy-Fahrt macht dann nicht so viel Spaß und man ist pitschenass danach. Aber es gibt Schlimmeres. Der Spaß geht los, Michael. Ja, jetzt müssen die alten 2x 245 Ampere Bleisäurebatterien, die müssen jetzt hier raus. Die wiegen aber 70 Kilo. Ja, das wird ein Spaß. Batterien sind eingebaut und funktionieren. Und jetzt sind das auch nur noch 33 Kilo insgesamt. Im Gegensatz zu den 140 Kilo vorher. Das muss ich jetzt noch richtig befestigen, dass die da nicht hin und her wackeln können. Aber da brauche ich erst anderes Material dafür. Am 24.07. verlassen wir Fakarawa nach 5 Wochen circa. Wir wollen nach Tuau, das ist 12 Meilen entfernt. Wir haben ganz wenig Wind, fahren mit Groß und Genua. Meistens wird der Wind wahrscheinlich von vorne kommen, aber es ist ja nicht so weit, es ist nicht so tragisch. Wir waren heute Morgen noch kurz einkaufen. Seit gestern Abend ist Stromausfall. Der größte Supermarkt ist natürlich zu. Der Geldautomat, der heute endlich seine Funktion übernehmen sollte, war leider defekt oder besser gesagt, ohne Strom nichts Geld. Somit fahren wir ohne Bargeld weiter zu den nächsten Atollen und hoffen, irgendwo wieder mal ein Geldautomat zu finden. Das war's mit unserem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch bitte unseren Kanal, macht einen Daumen oben, drückt die Glocke, wenn ihr benachrichtigt werden wollt. Und es wäre super, wenn ihr uns einen Kommentar schreiben würdet. Danke, tschüss!